Wir sind auf einer Reise und wollen nun bestimmen, wie der Kalender des allmächtigen Schöpfers Elohim für uns anzuordnen ist und wissen auch, dass Yahweh uns nicht geboten hat, Tage im Voraus zu fixieren, sondern auf seine Bedingungen zu warten. Nun wissen wir ja, dass das Jahr mit einem Monat anfangen soll, welches die Heilige Schrift Abib nennt. Dies lesen wir aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 12. In diesem Monat wird das Passa gehalten. Ganz spezifisch nutzt das Wort den Begriff Abib. Diesen Begriff wollen wir nun näher nachgehen und im Detail besser verstehen. Also, was ist nun Abib? Es war bei der siebten Plage im Land Ägypten, dass die Tora es uns erklärt, die Gerste war zerschlagen, denn die Gerste hatte Ähren und der Flachs Knospen getrieben. Das hebräische Wort im Original geschrieben sagt an dieser Stelle, die Gerste war Abib. Bei der zehnten Plage wurde nun das Passa von Yahweh einberufen. Dies war in dem Monat Abib und dieser Monat soll uns das biblische Jahr anfangen. Nun beginnen die Monate mit dem Sichten eines Neumondes. Und ein Jahr hat normalerweise 12 Monate, also 12 Neumonde. Aber der Neumond und etwas, was wir nun als Abib kennen, soll der Monat sein, der das Jahr für uns anfängt. Aber zuerst, woher wissen wir nun genau, dass der Neumond in der Tat auch einen neuen Monat beginnen soll? Aus der Heiligen Schrift. Zum Beispiel Psalm 104. Er hat den Mond gemacht zur Bestimmung der Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Und Psalm 81. Stoßt am Neumond in das Horn, am Vollmond, zum Tag unseres Festes. Jetzt können wir anfangen, unsere Informationen zu sammeln. Es war also im Neumondmonat, welcher Abib heißt, dass das erste Passafest auf Erden gehalten wurde, wodurch Israel Ägypten verließ und welches ein neues Jahr beginnt. Was ist Abib? Wie bereits erwähnt, ist dies das hebräische Wort in diesem Vers. Es ist eine Bedingung, welches die Gerste erfüllt. Und diese ist die erste, die in den Regionen Israel wächst. Es ist die erste Fellfrucht, die im Jahr überhaupt wächst. Unsere Übersetzungen beschreiben das Wort Abib als grüne Ähren. Dies ist verkehrt. Abib ist nicht unbedingt eine Deutung auf die Farbe der Erntefrucht, denn ist die Gerste noch grün, beinhaltet sie noch zu viel Feuchtigkeit und macht sie ernteuntauglich. Ist aber die Gerste Abib, ist sie in einem Reifezustand und macht eine Ernte in den kommenden 2 bis 3 Wochen möglich. Jetzt ist sie trocken genug und die Körner können für Mehl gemahlt werden. Also ist der erste Monat vom Schöpfer nach einer Entwicklungsstufe der Gerste benannt worden. Es kann überhaupt keine Verwechslung entstehen. Gedenke, wenn wir mit das erste Fest im Jahr daneben liegen sollten, würden alle weiteren Feste im Jahr auch falsch gesetzt werden. Und dies soll verhindert werden. Wir wollen eifrig den richtigen Tag bestimmen. Bald entdecken wir, dass dieses Feststellen auf die Gerste abgestimmt ist. Und jetzt brauchen wir einen Neumond, um den Monat anzufangen. In diesem Monat würde es eine Zeitlinie geben. Gerste, die Abib ist, muss nun her, um den weiteren Verlauf zu zeichnen. Am 14. des Monats muss das Passahlamm geopfert werden. Die darauffolgenden 7 Tage sind die Tage der ungesäuerten Brote. Es ist ein Gebot, dass dieses Fest ebenfalls in dem Abib-Monat gehalten werden muss. Und dies geschieht auch,
wenn wir uns der Abib-Bestimmung bedienen. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. 7 Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen, wie ich dir geboten habe, um die bestimmte Zeit des Monats Abib, denn im Monat Abib bist du aus Ägypten ausgezogen. Vom Abib-Zustand braucht die Gerste nun mindestens 2 weitere Wochen, um erntereif zu sein. Dies wurde schon in Elohims Berechnungen berücksichtigt. Die Erstlingsfrüchte müssen nun dem Priester dargebracht werden, in der Woche von dem Fest der ungesäuerten Brote, nach dem wöchentlichen Sabbat. Dies ist ebenfalls ein Gebot. So sollt ihr die Erstlingsgabe von eurer Ernte zum Priester bringen. Der soll die Gabe weben vor Yahweh, zum Wohlgefallen für euch. Am Tag nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. In den 7 Tagen von Matza, welches ja das Fest der ungesäuerten Brote ist, das ist das hebräische Wort, wird es immer einen wöchentlichen Sabbat geben. Hier haben wir die Opferwoche des Messias Jeschua für unser Beispiel. Wäre der Sabbat am 19. des Monats anstatt am 17., wie hier abgebildet, wäre die Gabe der Erstlingsfrüchte am 20., der erste Tag der Woche. Haben wir nun die Erstlingsfrüchte, fängt auch die Ernte an. Israel kann nicht von der Ernte speisen, ehe die Erntefrucht als Erstlinge vor dem Priester gebracht wurde. Bei der Erstlingsfrucht fängt die Ernte nun an. Diese hat sich nun von dem Abib-Zustand in die Erntetauglichkeit entwickelt. Dies ist ebenfalls ein Gebot und eine Ordnung. 7 Wochen sollst du dir abzählen. Wenn man anfängt, die Sichel an die Saat zu legen, sollst du anfangen, 7 Wochen zu zählen. Von der Bikurim, das ist das hebräische Wort, oder von den Erstlingsfrüchten, so kennen wir es, zählen wir nur 7 Sabbate, um auf Shavuot, welches das Pfingstfest ist, zu kommen. Dann sollst du Yahweh, deinen Gott, das Fest der Wochen halten und ein freiwilliges Opfer von deiner Hand geben, je nachdem Yahweh, dein Gott, dich gesegnet hat. Ohne die Abib-Gerste würde es keine Möglichkeit geben, auf diese feste Zeiten zu kommen. Wir wiederholen, wir brauchen lediglich die Abib-Gerste und müssen uns daran orientieren. Sehr einfach gestaltet und völlig auf die Zeitbedingungen von Yahweh eingestimmt. Neumonde werden weltweit gesichtet. Ebenso wird die Gerste weit und breit gepflanzt und geerntet. Wo nun findet das Sichten und die Beobachtung statt? Und Yahweh redete zu Mosche und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und seine Ernte einbringt, so sollt ihr die Erstlingsgabe von eurer Ernte zum Priester bringen. All diese Bestimmungen müssen im heiligen Land Israel sich erfüllen. Nirgendwo anders auf der Welt ist es dem Vater wohlgefällig. Unsere Erlösung ist in Israel eingebunden. Wir fassen kurz zusammen. Abib fängt die Monate an. Es ist der Zeitpunkt, an dem Israel Ägypten verließ. Matza wird im Monat Abib gegessen. Die Erstlingsfrüchte werden im Monat Abib dargebracht. Das Passa wird im Monat Abib gehalten. Die Ernte muss im Monat Abib gebracht werden. Alles lehnt sich der Abib-Bedingung an. Aber war die Gerste nicht schon bereits bei der 7. Plage in Ägypten Abib? Doch zog Israel erst bei der 10. Plage aus? War dies nicht zu spät? Wir erinnern uns an 3. Mose und wissen, dass die annehmbaren Bedingungen in Israel getroffen werden, um Monat und Festtage anzufangen. Wenn die Gerste Abibes und der Neumond in Israel gesichtet wurde, dann mögen wir mit den heiligen Festtagen des Vaters anfangen. So machen wir es Jahr für Jahr, um die heiligen Feste
des Vaters und Jeschua zu feiern. Lasst euch, meine Freunde, nicht davon abbringen oder einreden, dass diese Feste nicht für uns sind, denn alle wahren Nachfolger des Messias Jeschua und die Jahwe, dem Vater, wirklich lieb haben, halten sich Jahr für Jahr an diese Feste, halten sich an das, was der Schöpfer des ganzen Universums verordnet hat. Ich hoffe, dies war für dich eine Erbauung, dass du verstanden hast, wie der Kalender des Allmächtigen sich verhält. Möge Jahwe uns Kraft schenken, uns daran uns zu halten und dass wir weiter Erbauung in seinem Wort auch finden. Shalom, mein Freund.